Hallo Leute, ich bin Ultimate Spin Dash und wir finden heute raus, wer den längsten hat, denn wir werfen heute einen Blick auf Wukong. Wukong basiert auf Sun Wukong, einem Charakter aus dem chinesischen Buch Die Reise nach Westen, der auch als der König der Affen bekannt ist. Ihn in einem Wort zu beschreiben ist schwierig. Wichtiger ist aber, ist Wukong ein brauchbarer Warframe? Wukongs Blaupause und seine Teile erhaltet ihr im Clown-Dojo, nachdem ihr die entsprechende Forschung abgeschlossen habt. Beachtet, dass ihr sowohl für die Forschung als auch für den Bau Nitain-Extrakt benötigen werdet. Haltet also die Augen nach entsprechenden Alarmierungen offen. Alternativ gibt es Wukong samt Slot und Reaktor für 275 Platin. Wukongs erste Fähigkeit, Eiserner Stich, stößt alles in ihrem Pfad um. Diese Fähigkeit skaliert mit Nahkampfmods, ist aber hauptsächlich für schnelle Massenkontrolle gut. Seine zweite Fähigkeit, Trotzen, gibt euch im Falle eures Todes kurzzeitige Unverwundbarkeit und stellt einen Teil eurer Gesundheit wieder her, verbraucht aber einen Teil eurer Energie. Im Prinzip schnelles Denken, aber besser. Beachtet, dass mit jedem Tod weniger Gesundheit wiederhergestellt wird, weshalb ihr die Fähigkeit bei Gelegenheit neu starten solltet, nachdem eure Unverwundbarkeit abgelaufen ist. In Kombination mit Lebensschlag und Wut könnt ihr leicht einen Kreislauf aufrechterhalten. Seine dritte Fähigkeit, Wolkenläufer, verwandelt Wukong in eine unverwundbare Rauchwolke. Ihr könnt euch in dieser Form in alle Richtungen bewegen und auch fliegen, dabei verbraucht ihr aber viel Energie. Wenn die Fähigkeit beginnt oder endet, werden alle Feinde im Umkreis betäubt und für Finisher empfänglich gemacht. Wukongs vierte Fähigkeit ist ursprüngliche Wut. Wukong rüstet seinen legendären eisernen Bo aus, welcher Nahkampfmods übernimmt und bei jedem Treffer länger wird. Wukong hat außerdem eine passive Fähigkeit, sein Combo-Counter hält 5 statt nur 3 Sekunden, wodurch er den Schadensbonus des Combo-Counters leichter nutzen kann. Mein Bild besteht aus engstirnig, Verstärken, Fluss, Wut, Vitalität, Ausdehnung, Kontinuität und Stromlinie. Dadurch bin ich jedes Mal, wenn Trotzen aktiviert wird, 12 Sekunden lang unverwundbar. Bei Bedarf könnt ihr Verstärken auch gegen etwas anderes tauschen. Die Wahl des Exolus-Mods ist ebenfalls euch überlassen. Ich nutze listige Trift, um einen längeren Stab zu haben. Meine Nahkampfwaffe benutzt einen Rang 0 Lebensschlag, Reichweite, Raserei, Druckpunkt, 2 Dual-Stat-Element-Mods, Gärtischer Stahl und Berserker. Wukong hat mit Trotzen auf jeden Fall einen sehr guten Trick auf Lager. So gut sogar, dass ich mit einem Nerf rechne. Ursprüngliche Wut ist ebenfalls gut, für Eiserner Stich und Wolkenläufer finde ich aber kaum Verwendung. Wenn ihr Wukong bauen könnt, tut es, aber ob ihr euch extra um ihn bemühen wollt, müsst ihr entscheiden. Einem Charakter aus dem chinesischen Buch Die Reise nach Westen, der auch als der König der Affen bekannt ist. Gas powered stick. Gas powered stick. Oh, never runs out of gas. Gas powered stick.